herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch mal ein Auto vor. Eigentlich nur aus dem Grund, weil Benni so von diesem Auto schwärmt seit Monaten, dass wir das Ding einfach mal zeigen müssen. Ja. Weil, war ja wirklich so, also über das Auto hast du bisher eigentlich nur Positives immer gesagt, ne? Ja. Also selten so erlebt, dass du wirklich immer wieder sagst, was für ein geiles Auto, fährt mega und so weiter, ne? Macht mega Spaß. So, BMW X3 M. Competition. So, erzähl mal ein bisschen was zu dem Auto, was überhaupt das für ein Auto ist. Ja, Hauptaugenmerk bei dem Auto natürlich auf den Motor. Mhm. Feiert Premiere in diesem Fahrzeug, das heißt, hier ist er wirklich als allererstes drin, folgt jetzt im M3, M4 in 2021, ist ein 3 Liter, rein Sechszylinder, typisch wie BMW, Doppelturbo aufgeladen, 510 PS. Welcher Kennbuchstabe ist das? Also wie wird der genannt? Also Kennbuchstabe nicht, sondern das ist ein S... S58. S58, okay. Genau. Und den gab es wirklich noch nirgendwo? Oder? Nein. Jetzt? Ist ja auch witzig, ne? Das ist sowas im Geländewagen als erstes bauen, ne? Weiß nicht. Warum es im Geländewagen zuerst kam? Weil die hatten ja eigentlich dann irgendwann diesen Sprung auf Singleturbo gemacht und jetzt wieder Biturbo dann. Nee, S55 davor, M3, M4 war auch schon Biturbo. Und in dem, in der Supra und so, das war auch dann wieder ein Singleturbo? Ja, das war B58. Okay. Genau. Ja. Und was sagst du so generell zum Motor? Ist geil irgendwie, ist cool. Ist mega. Ist wirklich ein geiles Konzept. Soundtechnisch, Fahrleistung. Der Motor hat mega Potenzial. Dann machen wir einmal die Haube auf. Ja. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja. Wie lange hast du das Auto jetzt schon? Seit März. Also Anfang des Jahres. Ja, mal die Domstrebe kurz durch die Abdeckung geflanscht oben. Ja, man sieht eigentlich nicht viel. Man sieht gar nichts, ne? Allerdings, schau dir das mal so an. Ja, also das sieht schon hier das so... Das ist Serie. Das sieht so ein bisschen Offroad-mäßig aus, weißt du, wenn du so an der A-Säule so ein Ding hochlegst, ne? Aber schon krass, ne? Ja. Also alles wirklich sehr, sehr groß dimensioniert für ein Serienfahrzeug auf jeden Fall. Schwingen. Auch da, ne? Ne? Mhm. Ladeluftkühler? Wasser oder? Wasser. Und in der Ansaugbrücke? Ganz ehrlich? Oder davor? Ich kannst dir gar nicht ganz genau weil sagen. Weil bei diesem Supramotor hatten sie ja dann den Ansaugdrucker, ne? Ne, der ist hier an der Seite. Da. Mhm. Mhm, also so halb in der Ansaugdrucker drin, ne? Ah, okay. Das ist der eigentliche, der hat links, rechts quasi wie so eine Art Ramme in den Luftfilterkasten oben, ne? Genau. Und dann halt zu den Ladern runter, ne? Mhm, krass. Und dann saugt der mit zweimal, das ist ja hier gefühlt 100 mm oder so, ne? Riesig. Ich weiß nicht, wie groß es ist, aber ja, so knapp, ne? Ja, werden sich einige Tuner ärgern, weil dann gibt es hierfür keine Upgrade-Ansaugung mehr zu kaufen, die irgendwann Pflicht ist, ne? Wenn das schon so groß ist. Ja. Wie kamst du da drauf, dir das Auto überhaupt zuzulegen? Ich habe das schon so ein bisschen dem Braten gerochen mit diesem Motor, dass der irgendwann... Also war explizit so, du wolltest wirklich den Motor haben und testen? Ja, genau. Also ich hatte schon so ein bisschen Info bekommen, dass dieser Motor irgendwann im M3 und M4 kommen soll. Mhm. Und ja, so kann man auf jeden Fall erstmal die ganzen Software-Geschichten und sowas halt schon mal alles durchtesten. Um einfach mal, wir machen das heute mal so ein bisschen so ein bisschen grip-mäßig so ungefähr. Mhm. Was kostet das Auto? Neu? So roundabout um 100.000 Euro. Um die 100.000 Euro, okay. Muss man jetzt fairerweise fast sagen, aber das kostet ja mittlerweile fast alle Autos. Ne? Ja. Also es ist eigentlich Wahnsinn, wie teuer die Autos geworden sind. Ja. Ne? Aber es ist ja egal, ob du einen Touareg kaufst als, als TDI so ungefähr. Mhm. Okay, jetzt gibt es eh keinen mehr, aber selbst wenn du einen Touareg vor 2-3 Jahren als TDI gekauft hast. Mhm. Wobei ich glaube, so ein R-Touareg als Hybrid kostet ja mittlerweile 130.000, 40.000 Euro. Ja, sehr, sehr teuer, ja. Mhm. Okay. Gut, ist ein bisschen kleiner, ist halt ein X3. Ja, klar. Der Touareg wäre dann eher so ein X5 zu vergleichen. Ne? Aber ich weiß gar nicht, aber so, das ist ungefähr Makan-Größe, ne? Ja, doch, kann man so sagen. Und die sind auch nochmal deutlich teurer. Also ist eigentlich in der Kategorie jetzt schon eher Preis-Leistung in dem Sinne okay, ja. So, jetzt muss man dazu sagen, wir sind das Auto schon gefahren. Mhm. Direkt auf dem Bilsterberg im Regen. War extremst witzig. Haben wir leider kein Material von. Ist aber alles gut gegangen, wie ihr an dem Auto seht. Weil war ja so ein bisschen, ist dann schon ganz schön... Ist eine Diva, ne? Ja, ist schon, also macht schon Spaß zu fahren, ja. Ne? Jetzt muss man nämlich dazu sagen, Allrad, aber so wie du sagst, so eine Art Driftmodus beziehungsweise hecklastig. Ist sehr, sehr hecklastig ausgelegt. Je nach Modus, wie du es halt auswählst, geht davon wirklich viel von der Antriebskraft halt nach hinten. BMW-typisch und das macht halt natürlich richtig Bock, ne? Was ich halt bei BMW ganz cool finde in den letzten Jahren, die haben schon viel gemacht in Richtung Sportlichkeit, ne? Sehr. So, wenn man als Beispiel, wir gehen mal rum, wenn man hier in den Innenraum reinguckt.
So, alleine so, hier, wir gucken jetzt genau gegen die Sonne. Die roten Wippen auf dem Lenkrad und so, ne? Mhm. Das ist dann nur Performance? Da kannst du halt deinen Wunschmodus hinterlegen. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte gern das ESP schon aus, mhm. ich hätte gern die Auspuffklappen auf. Aber nur beim Competition oder bei allen? Nee, bei den M-Modus, bei M-Fahrzeugen alle, ja. Genau. Der normale hat dann 480 PS. Heißt dann einfach nur X3M. So, jetzt wo du bei Leistung bist. Mhm. Als erstes hattest du eine Stage 1 gemacht. Genau. Die ist natürlich schon Vergangenheit. Ist Vergangenheit, ja. Die habe ich ausgiebig getestet. So 10.000 Kilometer ungefähr. Na klar. Stage 1 heißt in dem Fall nur Software. Ja, genau. Was ging da so Leistung? 630, 640. Das ging ohne weiteres. So, das hat natürlich nicht gereicht. Also Stage 2 heißt jetzt dann wahrscheinlich mit Downpipes, wie es am meisten bei Stage 2 ist. Genau. Und ansonsten keine weitere Hardwareänderung. Okay, verstehe. Und genau deswegen sind wir jetzt heute mal wieder bei unserem Stamm-Allrad-Prüfstand, weil bei dir können wir es ja leider nicht messen, wegen nur einer Rolle. Genau. Wir sind mal wieder hier beim Core-Tuning-Werk und werden heute auf dem Prüfstand als erstes mal gucken, was an Leistung drückt. Mhm. Anschließend holen wir auf jeden Fall unsere Wagen raus und gucken mal, was der Bomber so wiegt. Und dann wollen wir auf jeden Fall noch eine 100, 200, eine 100, 200. 100, 200, 0, 100. 100. Okay. Das war Wehmeier. eine 100-200, eine 0-100 fahren. Ja. Und dann geht das los. So, pass auf, jetzt noch eine einzige Frage. Ja. Es etabliert sich immer mehr dieses Stage 1, 2, 3. Ja. Gibt es da unter Tunern bei euch eine feste Regel, was eine Stage 1, 2, 3 und so weiter ist? Nein, das ist auch leider relativ schwierig. Eine Stage 1 ist das einfachste, nur weil Software. Das ist einfach nur die Software. Ja. Und die Stage 2 ist meistens eine Downpipe. Mhm. Es gibt allerdings so ein paar Fahrzeuge. Ich mache es zumindest so abhängig. Das nächste Bauteil, was für mich ans Limit kommt, das wird ersetzt und das macht dann die Stage 2 aus. Zum Beispiel bei einem GTI wäre es eine Downpipe, bei einem RS3 wäre es eher erst der Ladeluftkühler, weil der ist super mickrig und der kommt zuerst ans Limit. So okay. Also kann man schon so Pi mal Daumen sagen, eine Stage mehr, gleich immer ein Teil mehr? Eigentlich schon, ja. Okay. Ja, wir gehen mal rein, spannen das Ding auf und dann gibt es eine Messung. Das ist ja Serienauspuff. Ja. Heftig, wie das Ding knallt, ne? Ja, ja. Aber das ist nicht Serien. Das Knall ist nicht Serien, okay, ja. Das hast du reingemacht. Genau. Musst du den jetzt irgendwie in irgendeinen Werkstattmodus oder irgendwas machen? Ja. Oder kannst du normal messen? Ja, es gibt Prüfstandmodus. Prüfstandmodus extra? Ja. Genau, Rollenmodus. Rollenbetrieb. Krass. Genau. Der ist aber wahrscheinlich eigentlich nicht dafür vorgesehen, oder wofür gibt es so einen Modus eigentlich? Für die Werkstätten. Nur für die Werkstätten. Genau. Dafür wird er wohl da sein. Okay. Passt halt so 0,0 zu so einem Auto eigentlich, ne? Weil man sieht eigentlich so einen Geländewagen und das Ding schreit da wie groß ab. Hat er jetzt irgendwie angezeigt, dass es eigentlich zu schnell war für den Prüfstand? War über 300. Ich hätte über 300 auf dem Bau, ja. Hast du gedacht, aber gleich wieder. Aber hast du im 6. gemessen? Ja, es ist ein 8-Gang. Dann haben wir im 6. gemessen, hochfassen von 5. Wir messen nur 5. Ne? Ja, aber 6 ist einfach zu lang. Schauen wir mal. Oh. Ups.
Also 950 Newtonmeter sind auf jeden Fall schon mal bärig. So, jetzt gucken wir mal. Da hat er geschaltet. Genau, da hat er geschaltet. Wir machen mal einen Cursor rein. So, also er zeigt zwar an 781 PS. Das wird aber hinten wahrscheinlich der Schaltvorgang sein, ne? Genau, hier hinten. Ja. Genau, wo ich auskoppel. Aber nicht desto trotz reden wir trotzdem noch von 757 PS. Ja, krass. Mit knapp 1000 Newtonmeter auf dem Serienmotor in so Dinge. Okay, krass. Ich habe mit viel gerechnet, aber vor allem, Bombe. Bei diese knapp 1000 Newtonmeter eigentlich hier so fast von knapp unter 3 ja. bis 4,5 so auf jeden Fall. Ne? Mega, und guck mal, das ist auch das, was man, finde ich, fühlt. Der hat bis in letzte Rille Dampf. Ja, also bis zum Begrenzer, ne? Genau, bis zum Begrenzer kommt halt auch was, ne? Ja, ja. Also, wenn du ein bisschen mehr Drehzahl geben würdest, würde wahrscheinlich sogar noch was ja, kommen. Ja, ja. Krass. Und jetzt muss man dazu sagen, der Prüfstand hier bei Core ist so mit einer der echtesten und härtesten so ungefähr. Mhm. Ne? Mhm. Egal wo wir sonst messen waren, wo die herkommen, ist es eigentlich immer ein Tucken weniger sogar. Ne? Mega, ich bin das ist schon krass. Willst du noch eine zweite Messung machen? Theoretisch können wir noch eine machen. Dann würde ich sagen, jetzt mal einen Lüfter laufen lassen. Ich hatte relativ viel Standwärme. Eventuell einmal durchkühlen das Ding durchkühlen. Und noch einmal 5 Minuten später nochmal messen. Okay. Okay. Und dann gucken wir nochmal einmal zur Korrektur. Aber 757 PS ist schon mega. Hammer. Schon sportlich für den Motor, Alter. Sehr, sehr geil. Gut, okay, lass mal kühlen. Also Conchala war wieder zu schnell für den Prüfstand hier und deswegen konnte die Messung leider nicht gewertet werden. Jetzt messen wir im fünften Gang, das heißt wir müssen einen neuen Abgleich machen, dass der Prüfstand die richtige Drehzahl hat und dann gibt es nochmal eine Messung und dann geht es auf die Straße. Konstant die Leistung, ne? Ja. 748 Pesen. Fünfte Gang, Lasten ein bisschen kürzer, das heißt auch ein bisschen weniger Drehmoment, ne? Mhm. Weil er natürlich ein bisschen freier einfach ausdrehen kann, ne? Genau. Ja, aber mega. Aber ich würde sagen, 750 PS auf dem Serienmotor, ne? Ja. Serienturbos, nichts gemacht, ja. Außer Daumenpeife schon. Krass. Ist schlecht, ne? Ja, ich habe mit 700 Piep gewünscht. Gerechnet, ja. Aber da sieht man mal, wie weit die Technik heutzutage schon so ist, ne? Wenn man sich überlegt, früher. Krass. Und das wird so, nur 3 Liter hochkommen. 750 PS, ne? Und das ist jetzt der gleiche Motor, wie ich später M3, M4 jetzt auch bekomme. Genau. Ja, okay, dann werden die tuningmäßig natürlich mal so richtig beliebt werden. Das ist krass. Und ich sag mal, so ein paar Hersteller dagegen, man munkelt C63 wird ein Vierzylinder als Hybrid und so. Da wird BMW mit so einem Sechszylinder, denke ich schon. Vorne dabei sein. Vorne dabei sein, ja. So, ich würde sagen, als nächstes machen wir weiter mit Thema Gewicht. So, bevor es jetzt auf der Autobahn geht, ich glaube, das haben wir auch noch nie gemacht. Wiegen wir mal kurz das Auto hier auf der Raststätte. Passt sich irgendwie gerade. So, Wagen sind runter. Weißt du ungefähr, was er wiegen soll? So 2050 bis 2100, irgendwie so. Da fahren wir einfach drauf. Ja. Weiter. Alter, er ist doch vorher schon gewogen. 2044. Krass. 2044, aber guck mal, krass, wie gleichmäßig der vorne hinten ist, ne? Ja, also der wiegt eigentlich auf allen vier Rädern fast das gleiche. Mhm. Das ist schon nicht heftig. Unbedingt so üblich, oder? Kommt immer noch an, ne? Der Aber okay. Zum Beispiel vorne doppelt wie hinten. Ne? Okay, krass. So, ne? Also da, das ist auch
Vielleicht sehen wir das gleich noch bei unserer Testfahrt. Benny sagte ja, dass der so, so sich so hecklastig fährt, ne? Wenn man will. Das passt natürlich dann auch zum Gewicht und so. Ne? Das passt dann schon. Okay, 2045 Kilogramm, Tank ist? Halb voll. Halb voll. Also kann man... Bisschen über halb voll. Also kann man Pi mal Daumen sagen, knapp über 2 Tonnen das Ding, ne? Ja. Ist jetzt nicht wenig, aber wenn man sich überlegt, dass selbst so ein RS6 mittlerweile über 2 Tonnen und so, ja, ne? Geht das schon, ne? Ja. Mal 2 Tonnen bleiben, mal 2 Tonnen. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was das Ding auf der Autobahn macht. So, Benni, jetzt musst du noch mal einmal kurz erklären, das ist jetzt X3M Competition. Ja. Was ist am Competition anders? Competition, Hauptaugenmerk Leistung, statt 480 zum normalen 510 PS. Mhm. 30 PS mehr? Genau, 30 PS mehr und so ein paar Details, der hat schon eine andere Abgasanlage. Äußerlich viele Akzente in Schwarz. Mhm. Okay, der hat eine andere Abgasanlage, weil ja, das Ding ist ja schon wirklich gut laut. Ne? Ja, definitiv. So, okay. Wir wollen ja einfach nur heute ein bisschen zeigen, wie der Koffer so fährt. Mhm. Was stellst du dir immer so ein? Wie fährst du meistens? Ja, ich bin eigentlich der Typ, ich fahre eh immer, ich habe das schon vorgewählt, DSC off und... Also das finde ich, ja, hat BMW echt extrem geil gemacht, ne? Mit diesen roten Pedals da oben drauf und der roten Startknopf, das, genau, sieht halt schon aggressiv aus. Du hast das ganz simpel gemacht, kannst dir einfach ins M-Setup und kannst du hier M1 oder M2 konfigurieren. Ah, und kannst dann zum Beispiel vorher schon sagen, wie hättest du gern dein X-Drive als Sportmodus oder soll das DSC schon aus sein? Wie soll das Fahrwerk eingestellt sein? Das kannst du halt alles schon. Okay, und hier gibt es halt, also es gibt nur Allrad und Allradsport. Ja, es gibt keinen 2WD-Modus. Sehr geil hier. Ja. Der verändert da quasi Kraftverteilung, ne? Also ja, von 50-50 zu, was sind das, 30-70 oder so? Ich weiß es gar nicht hundertprozentig, aber gefühlt kommt es ungefähr hin, ja. Und das sind doch hier deine Bremsscheiben, wie sie auf dem Pilzer Berg schon aussahen, oder? Ja, so ähnlich müssen die ausgesehen haben. Okay, also du kannst dir das vorkonfigurieren, ja, und schalten tust dann immer noch automatisch? Oder wie du willst, kannst du selber wählen. Ne? Es ist bei dem Auto auch wirklich völlig egal, weil der legt die Schaltpunkte so spät, dass es passt. Weil wir haben ja gestern auf dem Prüfstand gesehen, dass auch wirklich bis in letzte Rille die Leistung, Leistung steht, ne? Genau. Und? Das kannst du hier sehen. Schaltet auch gleich einen Gang runter und so dreht er dann halt auch weiter aus. Und das Ganze ist jetzt theoretisch ein 8-Gang, ist das ein Wandlergetriebe oder DSG-Getriebe? Wandlergetriebe, ah. Ja. Okay. Aber auch schon mit so einem Speedshift, dass er die Gänge einfach nur so durchreißt, ne? Du wirst gleich sehen, wie schnell das Ding schaltet. Was ich extrem geil finde, ist auf jeden Fall den Tacho so, dass das nicht voll digital ist, ne? Sondern mit diesem Rahmen drumherum immerhin noch so ein bisschen, ist, ne? Also da muss man wirklich sagen, hat BMW viel haben gemacht, cool gemacht, ja, Raum, ne? Definitiv. Gefällt mir auch. Was denkst du V-Max bei so einem Koffer? Ich bin selber schon 305 gefahren. GPS. Stage 1 oder Stage 2? Stage 2, aber da geht garantiert auch noch ich was. Ich wollte gerade sagen, also, ja, da, so. Das Ding fährt schon schneller. Andererseits, wenn du überlegst, 300 mit so einem Geländewagen, das ist natürlich auch schon mal eine Ausnahme. Ja, ja. Ja, es wird definitiv bestimmt noch schneller fahren, gab einfach nur noch nicht so die Möglichkeit. Wie ist das so von, kannst du mal nimmer einmal einen sechsten Gang? Ja. Und wie fährt das so unten raus? Wann fährt das so los? Also wir haben ja auch früh schon eigentlich gesehen, 3,5 waren ja die 1000 Newtonmeter schon. Ja, ja, jetzt mal Gas. Das ist erstmal noch nichts. Ja, genau da so. Da fängt er dann halt an. Genau so fährt es auch, ja. Genau. Nach Drehzahl, das eigentlich musst du jetzt runterschalten und halt. Aber trotzdem relativ, ne, breites Drehzahlband, ja, ne? Weil für den Normalo, der würde gar nicht erst runterschalten, ja, sondern kannst auch einfach so fahren. Ne? Auf jeden Fall. Ja, krass. Naja, aber Cockpit gefällt mir. Sieht gut aus, ne? Für schon irgendwie sportlich, jugendlich, so nicht zu verschnörkelt, noch, ja, so ein bisschen basic-mäßig. Mein Fahrwerk technisch ist das Ding schon wirklich sehr sportlich orientiert. Mhm. Merkst du jetzt auch? Also, ja, ja, er ist jetzt nicht knochenhart, aber ja, einige, ja, würden schon sagen, es ist vielleicht sogar zu hart. Mich stört es persönlich überhaupt nicht. Luftfahrwerk hat er nicht? Nein, hat kein Luftfahrwerk. Das heißt einfach nur auch verstellbare Dämpfer? Genau. Genau. Und auch mal nicht tiefer gelegt? Doch, der ist. Achso, ja, siehst du, deswegen hat er, der war gerade schon verwundert, dass das Ding Serienhöhe hat. Nee, H&R-Federn hat er. Weil du klatscht ja auch als allererstes eigentlich immer Federn rein. Bevor das Auto da war, waren die Federn da.
Sind das dann so Gewindefedern oder ganz normal? Nee, ganz normal. Da gab es noch nichts anderes. Mhm. Ganz normal H&R-Federn. Federn rein. 30 mm. Ja. Okay. Ja. Panoramadach hat er auch. Ja. Ja, sonst alles dunkel, schwarz gehalten, bis auf hier diese braunen Applikationen. Ja. Ja, ich würde mal gucken, wenn hier freie Fahrt ist, kannst du ja mal gucken, ob wir mal so eine 100, 200 hinbekommen. Ja. Nichts leichter als das. Das ist kein Problem. Tempo müssen runter. Okay, los. Ja, das geht doch schnell. Fazit, Fazit. Das heißt, du hast ihn jetzt manuell runtergeschaltet, bist ja dann aber auf D gefahren. Ja. Das heißt, du sagst, vom Schalten her geht es auch wirklich am schnellsten, wenn du ihn schalten lässt. Ist egal, ich mach's mal so, mal so. Krass ist halt wirklich, der dreht halt wirklich bis zum Schalten komplett ja raus, nächste Gang weiter geht's. Ne? Genau, deshalb kannst du es halt auch in dem Modus hier halt auf dem D so fahren. So, und jetzt sehen wir sind jetzt mit drei Leuten an Bord eine 7,4 gefahren. Ja. Das heißt, aktuell wird das Auto, so wie er steht, 2,35 Tonnen wiegen. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch schon Masse. Ja. Und dafür 7 Sekunden ist schon. Ja. Ist schon. Und dafür, weil ich überlege, am besten, wir setzen die 7 Sekunden mal in Relation zu anderen Autos. Ich sag mal als Beispiel mein RS4-Kombi, der B7, ja, der würde mit drei Leuten drin eher 12 Sekunden fahren, 13 Sekunden. Ja. Was ist ein Auto, was so 7 Sekunden fährt? Wie war das bei dir, dein C63? Serie? 8,5. Ist der gefahren? 8,6. Und den dann mit Software? Die fahren im besten Falle dann so 6,8. Das okay, fährt das Auto allerdings, wenn ich alleine fahre. Ja. So 6,8, 6,9. Das heißt, man ist theoretisch mit einem Geländewagen auf Niveau von einem C63, ne? Einem gemachten C63. Als Limo auch noch, ne? Ja, ja. Als Limo, ne? Ja. Krass. Okay, das darf man einfach nicht. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Also ist schon wirklich echt sauflink. Serie ist das Ding, glaube ich. Auch natürlich alleine gesehen. 10,7 gefahren. Mhm. Okay, krass. Denkt man dann so 11,5 oder vielleicht noch eine 12, so wie wir jetzt halt fahren. Was denkst du so von der Software her? Ist das jetzt schon alles, was geht, ausgequetscht? Nee, noch nicht. Also gerade im Bereich Drehmoment ist es halt noch wirklich limitiert, weil ich habe einfach keinen Bock, dass da ein Ploy rausguckt. Ja. Also nach hinten raus ist nicht mehr wirklich viel. Ich würde sagen, da gehen vielleicht noch 20 PS. Ja, ja. Ja, aber Drehmoment würde man wahrscheinlich, wenn du willst, 1200 Newtonmeter hinkriegen. Ja, 1,1 auf jeden Fall. Also 150 Newtonmeter gehen da bestimmt noch. Und bei dem Auto ist es halt einfach so, du sagtest ja niegelnagelneuer Motor, ne? Ja. Da wird natürlich noch gar keiner irgendwelche Erfahrungswerte haben. Ne? Kaum, was genau so ist es. Ne? Deshalb will man es halt auch nicht in der Luft sprengen, ne? Genau. Was denkst du, würde als nächstes kommen? Also was müsstest du jetzt als nächstes machen, um da noch mehr zu machen? Lader, definitiv. Okay. Lader, selbst Abgasanlage und so müsstest du theoretisch immer noch nichts anfassen. Ich glaube, ansaugtechnisch auch nichts. Wir haben es ja uns angeschaut, wie groß das dimensioniert ist. Das heißt, Lader sind oben raus, kannst du jetzt schon kaum noch tanken. Ja, genau. Und brauchst deswegen einfach größere Lader, um oben raus nochmal mehr Druck zu fahren. Genau so ist es. Was fährt da jetzt ungefähr in Ladung? 1,8 Bar. 1,8 Bar? Ja. Oh. Ja. Schon ein bisschen Ladedruck. Früher hat man ja immer so gesagt, so diese magische Tuning-Grenze waren immer so 2 Bar. Ja. So, vor 10 Jahren noch. Ja. Heute sind es ja 3 Bar. Ja, ja. Aber wenn man sich überlegt, 1,8 Bar ist schon. Ja, das ist schon Druck für 3 Liter, ne? Fährt schon knackig, ja. Und unten raus, dann kastriert irgendwie auf auch 1,8 Bar oder noch weniger? Nee, der fährt das eigentlich straight und hinten konstant raus. Genau, das hält er eigentlich auch bis zur Grenze. Mhm. Ja? Ja klar, und da könntest du natürlich, wenn du ihn, da du ja theoretisch diese 1,8 Bar von 3,5 bis 7 hast, wenn du dabei 3,5 voll machen würdest, würde der somit ja locker 2,5, 2,7 Bar oder so machen. Ja, der könnte da richtig noch. Ja. Da ist auf jeden Fall noch richtig Luft. Man sieht das auch so ein bisschen an der Kurve. Wir fahren ja geregelten Ladedruck, also wir fahren jetzt hier keine festen Taktwerte. Mhm. Dass er das merkt und den dann wieder so langsam halt einfängt. Ne? Mhm. Das hat man in der Kurve auch so ein bisschen gesehen. Ne? Genau, genau, genau. Dass er genau erst einmal so einen Zacken nach oben hat. Genau. Und nochmal zum Motor. Was hatten wir ja schon gesagt, was für ein Steuergerät da drin ist? Nee, Steuergerät hatten wir, glaube ich, so noch nicht gesagt. Ist eine MG1. Das ist halt das Aktuellste, was Bosch so hat. Ist in diversen, egal ob ein Volkswagen, BMW,
Mercedes. Sind die eher gut tunbar oder eher zickig tunbar? So? Am Anfang relativ aufwendig und kompliziert. Konnten viele nicht. Wir können diese Fahrzeuge sogar per OBD tunen. Ah, okay. Normalerweise ist es ein Steuergerät, was du oft dafür rausnimmst und bepinnst. Also man muss die gar nicht mehr öffnen, sondern man kann wirklich ans Pin-Layout ran und kann die bepinnen. Wir können das Auto hier zum Beispiel auch per OBD. Okay, krass. Ja. Wie ist das? Abgastemperaturregelung hat er? Ja, hat er. Das ist auch echt immer noch safe und funktioniert. Ja. Klar, ich habe auch schon mal so ein bisschen getestet. Hier limitiert jetzt irgendwann dann halt auch. War mir klar, dass du das schon getestet hast? Wir haben auch schon mal ein bisschen E reingekippt. Ne? Mhm. Klar, dann geht halt noch mal ein bisschen mehr was an in Sachen Zündung. Ne? Dann fährt das Ding oben raus mal schnell 4, 5 Grad mehr Zündung. Ja, aber das soll ja verkaufsfertig für den Endkunden sein. Ne? Also. Das heißt aber, wenn das mit E geht, E heißt in dem Fall Ethanol, ist Kraftstoffsystem auch noch groß genug, hat genug Reserven, dass da mehr durchgeht? Ja. Also E30 bin ich auf jeden Fall schon gefahren, das funktioniert ohne Probleme. Also belohnt das Auto auch richtig. Also Stage 3 quasi in Planung mit größeren Turbosen. Das wäre so der nächste Schritt, ja. Und dann wahrscheinlich geht es wahrscheinlich in Richtung 800, 850, 900. Also mir ist ein Tuner bekannt, ich glaube, die fahren mittlerweile schon 850 PS. Ja, ist ja im Prinzip jetzt auch nicht mehr so krass, wenn du überlegst, ein Lader, der 50 PS mehr machen muss, ist schon realistisch auf jeden Fall. Das heißt, du schraubst dann oben raus den Ladedruck wahrscheinlich so auf 2,2 in dem Dreh. Ja, kommt schon ganz gut hin, ja. Plus einfach weniger Gegendruck, weniger Temperatur und so weiter. Das heißt, der wird auch 2, 3 Grad Zündung mehr fahren können und schon hast du diese 100 PS. Ne? Genau. Also ist in Planung, wird kommen. Das wird irgendwann definitiv kommen. Vom Fahrspaß her, auf welches Level setzt du das Auto zu den ganzen anderen Autos, die du so davor gefahren bist? Weil man muss dazu sagen, Benni ist eigentlich schon so fast alles einmal durchgefahren im Alltag. Ja, exorbitant hoch, muss ich eigentlich sagen. Vermutet man halt einfach nicht bei diesem Auto, aber du bist ja schon mal Bilzer Berg mitgefahren und da konntest du schon mal so ein grobes Gespür für kriegen. Du hast halt dieses typischen BMW-Charakter mit eigentlich Heckantrieb. Ja. Das haben die hier sehr gut umgesetzt und es ist halt sehr fahragil. Mhm. Das Auto hat kaum Wankbewegung, das heißt, es schaukelt sich nicht irgendwie auf und ist sehr heckorientiert. Das macht natürlich, wer damit umgehen kann, mega Spaß. Ich überlege, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Zuschauern das zu zeigen. Auf dem Bilzer Berg können wir leider nicht. Ja. Aber gucken wir mal, wir werden auf jeden Fall gleich nochmal den 0-100 machen. Ja. Da sieht man das vielleicht schon mal so ein bisschen. Ja. Und das heißt, du kannst mit dem Ding richtig driften und so? Ja, mega. Es geht richtig krass. Ja. Also kannst da Kreis für Kreis drehen. Das ist richtig krass. Auch nicht schlecht. Also eigentlich ein richtiger Drifter hier. Ja. Ja. Das heißt, du kannst ESP auch wirklich komplett ausmachen und regelt gar nichts mehr. Er regelt 0,0 was ein. Dementsprechend funktioniert das natürlich dann geil. Plus 1000 Newtonmeter durchgehend da stehen. Ne? Ja. Das geht natürlich schon. Ja. So, jetzt haben wir gleich erstmal freie Bahn, dann können wir erstmal hier mal durchziehen. Können wir machen. Was da noch an Potenzial auf jeden Fall steckt. Ne? Also 3,15 realistisch, denke ich, fährt das Ding schon. Ja, mehr. Oder vielleicht sogar mehr. Ja, ja. Also selbst die 3,11 jetzt eben gerade am Ende, da ging es ja schon noch richtig, richtig nach vorne. Ne? So 200, 2,50, eine 7,3. Ist auch nicht schlecht. Ja, ist auch schon. Person. Ja. Und der 200 hatten wir jetzt eben gerade nur eine 10,5. Das lag aber daran, dass wir über 100 erst beschleunigt haben. Ja, genau. Ja, krass. Ja, also oben raus marschiert das schon echt gut. Ne? Ist gut, ne? Ja. Es gibt ja viele Autos, die dann oben raus irgendwann Träger werden, ja. Aber das Ding zieht das ja hammerhart bis zum Ende durch. Was war das? 3,11? 3,11, ne.
Geil. Vor allem, wenn ihr hier drin sitzt, akustisch, denkst du halt so ein bisschen, sitzt fast in so einem Rennauto drin. Ja. Ne? Weil dieser Reihensechsel, der schreit halt so übel nach hinten. Ne? Ohne, dass es nervig ist, aber schon geil. Ne? Ja. Und ganz viele Autos haben das ja auch gerade, wenn sie relativ seriennah sind, nur eine Stage 1 oder 2 haben, dass sie oben raus dann irgendwann den Arsch zumachen. Ja. Wegen wird zu heiß, Ansauglufttemperatur zu hoch. Aber das hat der ja scheinbar wirklich 0,0 gemacht. Das Ding zieht durch. Ja. Das ist ja wirklich radikal durchgezogen. Ja. Geil. Funktioniert richtig gut. Ja, so, jetzt gucken wir mal, würde ich sagen, dass wir irgendwo mal 0-100 fahren können. Ja. So, das heißt, fährst du jetzt irgendwie mit Launch los? Oder? Ja. Ah, hat richtig einen Launch. Ja, also eigentlich drückt es gegen den Wandler, sage ich mal. Ja, ne? Ja. Aber ist schon richtiger Launch-Modus. Ist schon Launch-Modus, ja. Okay, krass. Ja, das genau. Ist natürlich bei Wandlergetrieben immer das Geile, dass die eigentlich schon cool anfahren mit dem Wandler, ne? Ja. Ja, ja, dann wollen wir mal. Ja, das war mal eben eine 3-2 mit dem Koffer hier, ne? Okay, das ist natürlich krass, ne? Hat deine 3-2 auf 100 bewegt sich, ne? In dem Geländewagen, ne? Ja. Vor allem, er ist ja wirklich so gefühlt, kriegt er einmal ganz kurz ein bisschen Schlupf und fährt dann aber wirklich einfach los, schaltet zweimal und zack, hast du 100. Ja. Krass. 3-2 auf 100, Alter, das kann was. Ja, und so spielend, ne? Ja. Aus dem Nix. Ja. Ja, vor allem 0,60, 1,6 ist schon richtig flott. Mhm. Also ich weiß, da hatte ich mit Limo, 0,60 hatte ich mit Limo immer so 1,5 oder so. Oh, okay, krass. So klar, zweite Gang ist dann immer noch einmal ein bisschen krasser, aber so 0,60, 1 Piep ist schon. Ja. Da bist du dann schon von der Ampel weg im Bereich wie der 8 so ungefähr von dir. Nee, ich glaube, das ist gar nicht wirklich schneller von der 0,60, ja. Und dann geht's erst los. Ja. Ein 3-2 auf 100. Natürlich. Gleich nochmal. Ja, du kommst jetzt auch mal live mit. Ja, lass mich anschneiden noch kurz hier. Das ist halt nochmal. Natürlich. 3-3. Krass, Alter, mit drei Leuten, der so einen Koffer hat, 3-3 auf 100, ne? Heftig, wie reproduzierbar das Ding, das auch so fährt, ne? Geil. Ja, Philipp, weißt du, was ansteht, ne? Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, dass der R8 von Benny zum Beispiel auf den ersten Metern, also von 0 bis 60, nicht viel schneller ist. Mhm. Das wird sich nicht so viel nehmen. Also ich würde sagen, das sah auf jeden Fall schon mal gut aus. Du grinst so, als wenn das auch Spaß gemacht hätte. Ja, definitiv. Denke mal, da müsst ihr den einen oder anderen Satz Reifen noch runterschrubben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt fällt mir in dem Moment wieder unser Gewinnspiel ein. Und zwar, Benny hatte das ja schon richtig angerissen, dass hier H&R-Federn drin sind. Der Kommentar mit den meisten Likes in einer Woche kriegt mal wieder einen Satz H&R-Federn. Wir haben dann nämlich von H&R ein paar Sätze mehr bekommen, weil die das auch ultra cool finden, dass natürlich die Tuning-Szene auf tiefer gelegten H&R-Federn unterwegs ist. Und genau deswegen der Kommentar mit den meisten Likes kriegt einen Satz Tieferlegungsfedern von H&R. Grüße von Zelem gehen raus. Ja, Benni, ich würde sagen, du hast uns eigentlich alles gezeigt mit dem Auto. Ja. Wir wollten nur einfach mal ein kleines, kurzes Video machen, wie so ein Ding fährt. Danke, dass du deinen Samstag geopfert hast. Ja, gerne. Dafür sowas immer zu haben. Wir wissen, dass die Zwiebel jetzt über 750 PS hat. Ja. Knapp über 2 Tonnen wiegt. Ja. 0-100 in 3 Sekunden. Ja. Und ich denke, wir müssen das Ganze fortführen irgendwann im Trockenen mal auf dem Wilzerberg. Ne? Das können wir gerne machen. Weil jetzt, wo ich die Drifts gesehen habe, glaube ich auch, dass da geht was. Ne? Auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.